Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video möchte ich euch einmal zeigen, wie wir uns ganz einfach in Valorant ausloggen bzw. Account wechseln können. Das werde ich euch heute einmal Step für Step zeigen. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich megamäßig über ein Like, Abo und Kommentar freuen. Euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude, also warum denn auch nicht? Lasst gerne alle einen Kommentar da, freue ich mich riesig drüber. Genau, dann starten wir aber schon direkt ins Video rein. Und zwar machen wir das Ganze natürlich klarerweise über den Riot Client. Das heißt, einfach mal Riot Client öffnen, weil ihr natürlich Valorant über den Riot Client startet und demnach euch im Riot Client einmal anmelden und auch ausloggen könnt. In unserem Fall ist es dann, also wenn wir das Ganze dann gestartet haben, können wir hier oben rechts mal auf unser Profil drücken, wenn wir uns natürlich angemeldet haben, und können dann hier mal auf Sign Out drücken. Und dann werden wir in dieses Fenster hier zurückgebracht. Und wenn wir dann in dem Fenster sind, können wir auch schon uns neu anmelden, und zwar entweder mit einem anderen Account. Hier zum Beispiel wird auch angeboten, uns direkt mit einem Facebook, Google oder Apple Account anzumelden. Machen wir jetzt aber nicht, also mache ich jetzt nicht. Könnt ihr natürlich gerne machen. Ich melde mich jetzt hier einfach mit einem Account an und wir sind auch schon wieder drinnen. Können das Ganze hier gegenchecken, in welchem Account wir natürlich wieder sind, und können das beliebig oft machen. Und dann können wir natürlich hierüber auch Valorant starten und das sollte kein Problem mehr sein. Genau. Jetzt hoffe ich natürlich, dass euch das Ganze weitergeholfen hat. Wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Like, Kommentar, Abo. Wenn nicht, unbedingt einen Kommentar schreiben, dann finden wir sicher eine Lösung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und Baba!